So, ich mache jetzt heute mal ein Video auf Wunsch zur Erdung von der ganzen Anlage. Ich fange jetzt mal mit dem Schaltschrank an. Also, ja, im Schaltschrank kommen die 230 Volt hier rein, also L1, N und PE. Und ja, der PI verteilt sich halt dann auf den Schaltschrank hier. Der Schaltschrank ist geerdet. Hier die Klemmen. Und von den Netzteilen habe ich die Masse von der Sekundärspannung auch geerdet. Also quasi den Minus vom Netzteil auf Masse gelegt. Genau. Ja, zu dem Schaltschrank geht ja, so eine 5-6 Meter lange Leitung zur Steckdose. Ich zeige die mal schnell. Also hier am Boden ist einfach das Anschlusskabel und das geht hierher. Und ja, stecke ich dann immer hier an. Da habe ich drei Steckdosen. Eine für einen Kompressor, eine für den Schaltschrank und die andere für den Plasmaschneider. Genau, also ich habe die ganze Erdungsgeschichte hier so gemacht, wie es auch in der MyPlasm-Anleitung empfohlen wird. Oder ich habe es zumindest versucht, so zu machen. Das heißt, die Erde vom Schaltschrank ist nicht direkt mit der Erde von dem ganzen Tisch verbunden. Die ganzen Kabel und Leitungen, die da weggehen, die meisten haben auch alle einen Schirm. Also quasi hier. Der Schirm, der ist auch quasi mit der Schaltschrankmasse verbunden. Und am anderen Ende von den Kabeln ist er einfach offen. Also zum Beispiel bei dem Kabel hier, da ist zwar ein Schirm mit dran, der läuft aber hier ins Leere. Und am anderen Ende ist er eben mit der Masse vom Schaltschrank verbunden. Eine Ausnahme ist das gelbe Kabel. Das ist die RS-485 Leitung vom Interface-Modul. Da steht ja auch in der Anleitung drin, man soll den Schirm von der Leitung auf den ups, Plus AB Minus auf den Minus von dem Kontakt, also von dem RS-485 Anschluss legen. Und entsprechend habe ich auch bei dem Durchgang hier den Schirm nicht auf das Gehäuse vom Schaltschrank gelegt. Dann zum Plasmaschneider. Also ich habe auch hier eine Zuleitung, wo die 230 Volt kommen, also L1 NPE. Und auf der Rückseite von diesem Kasten habe ich zwei Steckdosen installiert und an einer von diesen beiden Steckdosen ist der Plasmaschneider angesteckt. Somit ist er quasi auch über den PE dann von dieser Zuleitung verbunden. Die Zuleitung ist auch so, ja, 5-6 Meter lang, liegt hier am Boden auch rum und wird dann auch einfach hier in der gleichen Steckdose mit angesteckt. Das heißt, die Erde vom Schaltschrank und vom Plasmaschneider ist erstmal getrennt. Bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Punkt hier, wo sie dann beide in der Steckdose eingesteckt sind. Da ist natürlich der PE gebrückt. Somit ist dann auch PE von Plasmaschneider und Schaltschrank verbunden. Aber eben über eine bisschen längere Kabelstrecke. Was meines Wissens nach hochfrequente Störungen unterdrückt.
oder dämpft, abschwächt. Okay, dann noch die Erdung vom Tisch selber. Da habe ich einfach ein fettes Kabel, ich glaube ein 16 Quadrat, hier unten an die Plasmaschneider oder an den Anschluss, Masseanschluss vom Plasmaschneider, also die Materialklemme vom Plasmaschneider mit angeschlossen. Die Klemme, die man jetzt hier sieht, das ist nur so eine Art Überbrückungskabel, wenn ich irgendwie mal, also das ist das andere Ende hier. Das ist einfach wie so ein Überbrückungskabel, wenn ich mal das direkt an ein Blech klemmen will. Wenn ich halt irgendwas arg rostiges oder lackiertes habe. Genau, aber die Erdung vom vom Plasmatisch, vom Portal, ist hier unten eben mit angeschlossen und läuft dann auch über ein ganz langes Kabel. In die Richtung ungefähr 5, 6 Meter oder 8 Meter und geht dann zum zur Unterverteilung und da habe ich es dann an den Banderder oder an den Erdspieß mit angeschlossen. Vielleicht noch zum PC. Also der PC kriegt seinen Strom vom Schaltschrank. Das heißt, die Zuleitung vom Schaltschrank ist mit dem PC verbunden, beziehungsweise die 230 Volt, die zum Schaltschrank gehen, um den Schaltschrank zu versorgen, versorgen auch den PC. Ja, ich hoffe, ich konnte es mit der Masse oder mit dem Ground und PE einigermaßen gut erklären. Falls Fragen sind, einfach in den Kommentaren. Dann versuche ich es nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.